Das Maultrommelduo Hüttlinger war das grad. Man vergisst ja fast, dass wir eigentlich mitten im Fasching sind. Und da gehört Schmalzgebackenes eigentlich unbedingt dazu. Ob es nun die klassischen Krapfen oder die auszogenen sind. Die Fernsehkollegen von Zwischen Spessart und Karwendel, die haben ein ganz besonderes Schmalzgebäck in Oberfranken gefunden. Und zwar die sogenannten Harrischen. Was das genau ist und wie es schmeckt, das sehen Sie heute Abend um 17:45 im BR Fernsehen. Thank you.
Das war der Franz Posch und seine Innbrückler. Schönen guten Morgen. Sie hören den Heimatspiegel auf BR Heimat. Ein warmes Willkommen an einem kalten Morgen. Wir machen es uns zusammen gemütlich mit heißem Kaffee und guter Musik. Hier ist das Duo Wiesholzer Reiserer und der Aschauer Bankerlmarsch. Thank you.
Die Schlierseer Ocarina Musi haben wir gerade gehört, kurz nach 6:30. Nudeln machen ja bekanntlich glücklich. Und alles, was glücklich macht, ist gut in diesen Zeiten. Ja, kein Wunder, dass Nudeln zurzeit die Hitliste der Kochzutaten anführen. Seit ein paar Jahren hat sich eine Landwirtsfamilie aus Neustetten bei Flachslanden genau diesem Gute-Laune-Produkt verschrieben. Sie machen Nudeln aus Hartweizen, aus Dinkel, aus Emmer und aus Einkorn und die Eier liefern die hofeigenen Hühner. Ja, und kaufen kann man das alles wegen Corona zurzeit im Automat auf dem Hof. Marion Kriskau hat sich dort mal umgeschaut. Ja, sehr gut. Bist neugierig. Ein tägliches Ritual, der kurze Plausch mit den wichtigsten Zulieferern. Monika Hochreuter hat natürlich ein paar Körner für die 950 Hühner dabei. Im großen Mobilstall genießen sie den Auslauf, die Sonne, das Scharren und, da ist die Landwirtin überzeugt, sogar die Aussicht. Täglich rund 850 Eier liefern die Tiere dafür. Ein Großteil bleibt auf dem Hof für Nudeln in vielen Varianten. Wir bleiben jetzt einfach bei unseren Hauptdinger Emmer, Einkorn, Dinkel und Hartweizen. Monika Hochreuter und ihre besondere Nudelleidenschaft, die aus einem eigenen gesundheitlichen Problem und der Suche nach guten Produkten entstanden ist. Dort, wo früher Rinder standen, Heu- und Strohlager untergebracht war, ist nach dem Umbau der Hofladen und der große Produktionsraum. Wir haben jetzt 25 Kilo Grieß drin, 12 Liter Eier. Die sind jetzt da drin und werden vermischt. Die Eier hat sie zuvor alle per Hand aufgeschlagen. Gesiebt, vermengt und je nach Nudelsorte mit Dinkel- oder Hartweizengrieß in das große Rührgerät. Dann geht's um das Modell. Spezielle Einsätze sorgen für die jeweilige Form. Und dann durch einmal weiß man gleich in die Nudelmaschine. Da sind natürlich verschiedene Matrizen draufgebaut. Jetzt haben wir Breite und Herzen laufen. Wir lassen jetzt Herzen durchlaufen. Die gehen ja momentan recht gut und Valentinstag steht auch aus. Und dann produzieren wir momentan Herzen. Nudel ist eben nicht gleich Nudel. Die Form ist wichtig. Das ist schon wichtig. Also es ist so, Spirelli zum Beispiel ist die Allerweltsnudel. Die geht immer, die kommen zu jedem Gericht nicht mehr. Aber kein Spaghetti passt halt einfach nicht einmal zum Sauerbraten und zu Rouladen. Da braucht man eine Spätzle. Und die Spätzle, die drückt es ein wenig gröber raus und die reißt oft einmal ein wenig auf an der Seite. Dann nehmen wir die Soße besser auf und dann passt es einfach besser dazu. Wie gesagt, die Tagliatelle zur Pesto, zur Tomatensauce. Das merkt man dann einfach wirklich beim Essen. Suppennudeln zum Beispiel brauchen wir jetzt im Herbst und im Winter einfach mehr, weil doch einmal die Leute jetzt auch eine Suppenhenne kochen und da ist einfach mehr der Suppentopf angesagt. Der Trockenraum, die letzte Station, bevor die Nudeln verpackt werden. 80 Kilo Nudeln trocknen hier aus eigenen Eiern. Im zweiten Raum die Portion für einen ihrer Kunden. Monika Hochreuter produziert auch für andere Kleinbetriebe. Jeder bekommt aus seinen Eiern dann die Nudeln seiner Wahl. Eine Nische hat sie da entdeckt, sagt sie. So entstehen verschiedenste Varianten. Ich mache für verschiedene Kunden, die bringen mal ihr Mehl mit. Ich mache zum Beispiel, habe in der Ecke vor Weißenburg zwar, und die bringen mir ihr eigenes Dinkelmehl mit. Die lassen das in der Mühle vermahlen, lassen das zuerst entspelzen, weil es da unten einfach die Möglichkeiten gibt. Aber wie gesagt, für die Kunden, die wo ihr eigenes Mehl mitbringen, ob das jetzt der Emmer ist, für den Feuchtwangen, die bauen ja selber einen Emmer an, das ist ja auch bekannt, die bringen mir dann auch ihr Vollkornmehl. Und da gibt es halt dann zwei verschiedene Formen oder drei verschiedene Formen Nudeln. Und die haben dann auch Wassernudeln, die haben kein Ei. Die wollen jetzt quasi im Prinzip für die veganen Kunden und für ihren Kundenstamm im Prinzip die Nudeln ohne Ei. Und das produziert ihr dann auch. Also quasi jeder kann sein Mehl bringen, sein Zutat und ich verarbeite sie dann. Zum Beispiel wie in Andorf eben, ne? Die bringen ihren Lein, den vermische ich dann mit dem Grieß, weil man kann ja keine reine Leinnudeln im Prinzip machen. Und dann wird da auch Wasser zugesetzt und kein Ei. Und da gibt es eben im Prinzip Lein, Dinkelgrieß, Nudeln. Neuerdings auch vom Einkorn, ein Urkorn, eine alte Getreideart. Hand- und hausgemacht, das ist ihr wichtig. Und am liebsten hat es die Nudelmacherin, wenn die Kundschaft nachfragt, sich den Betrieb anschaut, aus dem ihr besonderes Produkt stammt. Die Hühner freut's auch und die sind ja maßgeblich am Nudelgeschmackserlebnis beteiligt. Thank you.
Beichthof Seitenmusi war das grad. Den Traum von der großen, weiten Welt, den gab's zu allen Zeiten. Und auch bayerische Landratten wollten Seeluft schnuppern, so wie der fränkische Auswanderer Karl Backofen, von dem jetzt unser kleines historisches Medaillon erzählt. Quer durch die bayerische Geschichte, von den Anfängen bis heute. Von Helden und Heiligen, Königen und Kaisern, Rittern und Räubern, aber auch vom Leben der kleinen Leute. Heute Karl Backofen, ein fränkisches Auswandererschicksal. Von Elke Endras. Solange du deine Banner unter meinen Tisch stellst, magst du, was ich sag. Ich will aber nicht aufs Kontor, ich will hinaus auf die See. Karl Backofen stammte aus einer Nürnberger Kaufmannsfamilie. Und sein Vater hätte es wohl lieber gesehen, wenn er einen ordentlichen Beruf ergriffen hätte. Doch Karl zog es aufs Meer hinaus. Und so schickte ihn sein Vater schweren Herzens auf die Seemannsschule nach Hamburg. Backofen, Mast hochklettern und Segel losmachen. Bisschen schneller. Und wenn du wieder unten bist, wird das Schiff geschrubbt. Und zwar von Bug nach Achtern. Ich hab die Schinderei satt. Am liebsten würde ich das gottverdammte Schiff verlassen. Ohne Fleiß kein Preis. Das ist nun mal so ein Leben. In Amerika ist es anders. Da gibt's Häuser für an jeden und genug Felder, die man nur abernten braucht, weil die Natur alles allans macht. Und Gold und Silber kann man auch finden. So ein Tünkram. Wo hast du das denn her? Das hat mir gestern einer im Hafen erzählt. Karl Backofen verlässt die Seemannsschule vorzeitig und heuert als Decksjunge auf der Trinidad an. Seinem Vater schreibt er: Ich habe nun beschlossen, nach Philadelphia zu gehen und Preußen Adieu zu sagen. 1873 wanderten viele nach Amerika aus. Ein stolzes Schiff streicht einsam durch die Wellen und führt uns unsere deutschen Brüder fort. Doch die Reise war alles andere als ein Vergnügen. Die Passagiere wurden zusammengepfercht, bei tropischer Hitze, schlechtem Proviant und wenig Wasser. Auf der Reise, die bis zu 3 Monate dauern konnte, wurde fast jeder von der Seekrankheit heimgesucht. Noch schlimmer war es für jene, die dabei arbeiten mussten, weil sie, wie Karl Backofen, zur Mannschaft gehörten. Land in Sicht! Land in Sicht! Kein Auswanderer, der seinen Fuß zum ersten Mal auf amerikanischem Boden setzte, wusste, welches Schicksal vor ihm lag. Backofen fand Arbeit in einem Kohlebergwerk. Doch der 15-Jährige war damit überfordert. Seinem Tagebuch vertraute er an: Die Kohlen sind so scharf wie Glas. Manchmal, wenn ich mir ein zu großes Stück aufhob, verließ mich die Kraft und es rutschte mir über Gesicht und Brust wieder herab, dass bald das Blut mir allerwegens nur so herablief. Etwa 6 Wochen hält Karl Backofen diese Schwerstarbeit aus. Dann tritt er die Heimreise nach Deutschland an. Der Traum vom schönen Leben in Amerika war ausgeträumt. Quer durch die bayerische Geschichte, von den Anfängen bis heute. Thank you.
Die Solinger Bauernkapelle kurz vor sieben. Morgen ist ja bekanntlich Valentinstag. Und ich kann Sie nur warnen, sagen Sie in Bayern bloß nie Valentin mit W. Man sagt nicht Valentin, sondern Valentin. Sie sagen auch nicht zu Ihrem Direktor, geben Sie mir einen Wurschuss, sondern einen Porschuss. Und den Valentin, den Karl, den hören wir kurz nach sieben hier im Heimatspiegel. Bis gleich. Thank you.
Sie hören BR Heimat. Typisch Bayern. Guten Morgen. Heute ist Samstag, der 13. Februar. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Florian Schwarz. Seehofer weist Vorwürfe aus Brüssel zurück. Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt. Biden will Guantanamo schließen. Und das Wetter viel Sonne und kalt. Berlin. In der Diskussion über die geplanten Grenzkontrollen wird der Ton schärfer. Bundesinnenminister Seehofer hat Kritik der EU-Kommission entschieden zurückgewiesen. Jetzt reicht's, sagte er der Bild-Zeitung wörtlich. Die EU-Kommission werfe Deutschland durch wohlfeile Hinweise Knüppel zwischen die Beine. Seehofer kritisierte, dass die Kommission bei der Impfstoffbeschaffung in den letzten Monaten genug Fehler gemacht habe. Hintergrund ist, dass die Bundesregierung ab morgen wieder Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Tirol einführen wird. Dort haben sich als gefährlicher geltende Corona-Mutationen verbreitet. Nur noch wenige Personengruppen dürfen dann aus diesen Gebieten einreisen. Die EU-Kommission hat das kritisiert. Sie fordert die Bundesregierung auf, Lösungen für Pendler zu ermöglichen und verwies darauf, dass sich die Mitgliedstaaten erst kürzlich auf gemeinsame Empfehlungen für Reisen in Corona-Zeiten geeinigt hätten. Man erwarte, dass alle Länder danach handeln. Berlin. In Deutschland ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen erneut zurückgegangen. Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut innerhalb eines Tages 8.354 neue Fälle gemeldet. Das sind rund 2.100 weniger als vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle gibt das RKI mit 551 an. Derweil fordert Arbeitsminister Heil von Kanzlerin Merkel und dem Ministerpräsidenten der Länder Entscheidungen bei ihrem nächsten Corona-Gipfeltreffen am 3. März. Der SPD-Politiker warnte in der Neuen Osnabrücker Zeitung, wegen der Virusmutationen zwar vor verfrühten Lockerungen, man müsse aber Schritt für Schritt aus dem Lockdown kommen, so Heil. Saarbrücken. Geschäfte im Saarland dürfen nicht mehr für Produkte außerhalb des täglichen Bedarfs Werbung machen. Das Verbot gilt nach Informationen des Saarländischen Rundfunks ab dem 22. Februar und ist das erste seiner Art in Deutschland. Die Regelung soll für alle Läden gelten, die während des Corona-Lockdowns geöffnet haben. Wirtschaftsministerin Rehlinger sagte den SR, diese Entscheidung sei eine Frage der Solidarität mit dem geschlossenen Einzelhandel. Bei jedem Einkauf entstünden Kontakte, die vermieden werden sollten. Unternehmen, die sich nicht an das Werbeverbot halten, müssten mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro rechnen. Washington. US-Präsident Biden möchte das umstrittene Gefangenenlager Guantanamo Bay bis zum Ende seiner Amtszeit schließen lassen. Eine Sprecherin des Weißen Hauses hat mitgeteilt, dass der Nationale Sicherheitsrat das Vorhaben prüfen werde. Guantanamo Bay wurde im Januar 2002, kurz nach den Terroranschlägen vom 11. September, errichtet. Dort internierten die USA mutmaßliche islamistische Terroristen. Mittlerweile sollen dort noch rund 40 Insassen sein. Auch der ehemalige US-Präsident Obama hatte angekündigt, das Lager zu schließen, was aber nicht geschah. Zum Fußball. Der FC Augsburg hat das Freitagabendspiel gegen RB Leipzig verloren. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich unterlag auswärts 1:2. Einen Foulelfmeter für Leipzig in der ersten Halbzeit nannte Herrlich umstritten. Der zunächst gehaltene Strafstoß durfte wiederholt werden, weil Augsburgs Torwart zu früh vor die Torlinie getreten war. Das Wetter in Bayern. Heute oft sonnig, Höchstwerte von -7 im Landkreis Hof bis -1 Grad im Landkreis Aschaffenburg und am Bodensee. Teilweise windig, in der Nacht Abkühlung auf -14 Grad. Nach morgen viel Sonne, am Montag und Dienstag mehr Wolken, gelegentlich Regen oder Schnee, bei -3 bis +9 Grad. In der Nacht Tiefstwerte bis -13 Grad. Soweit die Nachrichten. Die Zeit, es ist 7:04 Uhr. Der Blick auf die Straßen. Die A8 München Richtung Salzburg ist zwischen Weyern und Irschenberg gesperrt. Dort wird ein defekter Sattelschlepper geborgen. Es staut sich. Sie können über die U67 ausweichen. A9 Nürnberg Richtung Berlin zwischen Münchberg Nord und Hof West sind nach einem Lkw-Unfall 2 Spuren gesperrt.
A99 Ostumfahrung München Richtung Nürnberg zwischen Ottobrunn und Hohenbrunn steht ein defektes Fahrzeug. Und Service S-Bahn München. Die S1 Freising Flughafen fährt wegen einer Weichenstörung in Oberschleißheim zurzeit mit 20 Minuten Verspätung von und ab München Hauptbahnhof, Gleis 27 bis 36 und hält nicht an der Hackerbrücke. Soweit die Verkehrsübersicht. BR Heimatspiegel. Mit Bettina Arne, guten Morgen. Eine klirrend kalte Nacht liegt hinter uns. Das Wochenende wird schön, aber halt eisig. Ja, nur gut, dass der Valentinstag mit seinen Blumen morgen ein paar Farbtupfer mitbringt. Wir sorgen jetzt musikalisch für gute Laune. Hier ist eine altbayerische Blasmusik. Geld für der lustiges Leben, die ganze Woche im Wald, wo die Hirsch und ganze Gesellschaft sind und Secho lauter Schuld. Drum liebe hoch, der Holz geht stund, der Holzer sei, ist gewiss kein Schund. Er lebt vergnügt und sorgenfrei, so geht die Zeit vorbei. Er lebt vergnügt und sorgenfrei, so geht die Zeit vorbei. Holla roi ri, 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 holla roi. Im Winter, wann der Schlitten geht, is herrscht die rechte Zeit. Da ziehen wir das Holz vom Schlob drum weg, ins Tal herab voll schneit. So geschwind als wir die Eisenbahn, fahren wir mit unsere Blicher heim. Als wenn hinten dran der Teufel sitzt, das gleich der Schnee aufspritzt. Als wenn hinten dran der Teufel sitzt, das gleich der Schnee aufspritzt. Hollaleuri, 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 hollala, hollaleuri. Hollaroi ri, hollaroi ri,
Das war die Bohrische Almmusee. Eigentlich, man könnte es fast vergessen, ist heute ja Faschingssamstag. Wir sind mittendrin in den närrischen Tagen. Aber Mai, in diesem Jahr müssen wir selber für gute Laune sorgen. Wir empfehlen Krapfen oder Semmelnknödeln. Ja, sag mal, warum bist denn du heute Mittag nicht zum Essen gekommen? Seit 2 Stunden warte ich jetzt auf dich. Na, ich hab da draußen gleich gegessen, da wo ich immer zu tun hab, in der kleinen Wirtschaft ja, warum da. Warum denn? Bahnunterfall, und da ist man sehr gut, fast tadellos ist na, man da. Na. So gut wie ich koche, wird's bestimmt nicht sein. Doch. Aber jetzt ist es doch 9 Uhr abends. Sag mal, wo warst du denn in der langen Zwischenzeit? Das möchte ich wissen. Nirgends da. Und da habe ich auf das Mittagessen gewartet. Ja, ist dir denn das nicht zu langweilig geworden? In der Zwischenzeit habe ich mit der Kassierin immer gesprochen. Was? 9 Stunden warst du mit der Kassierin beisammen? Ja, über was habt ihr denn da gesprochen? Na, über das, dass die Semmelknödeln so lange nicht kommen. Na okay. So lang wartet doch kein vernünftiger Mensch auf das Mittagessen. Na, da war ja nicht vernünftig. Ich war hungrig. Na, papalapap. Wenn man um 12 Uhr das Essen bestellt und, sagen wir, in einer halben Stunde ist es noch nicht da, dann geht man einfach. Freilich, dann frisst es ein anderer für mich. Das kostet Ding. Ja, und ausgerechnet Semmelknödel hat er sich bestellt, natürlich. Wo doch ich heute auch Semmelknödel gemacht habe. Ja, dieselben. Ach, dieselben. Nein, meine Soße. Unsinn. Andere habe ich gemacht. Naja, aber schließlich, Semmelknödel sind Semmelknödel. Dellen. Dellen? Dellen. Was Dellen? Semmelknödeln heißt es. Nein, ich habe gesagt Semmelknödel. Das ist aber falsch. Es heißt warum? Semmelknödeln. Nein, ist nicht wahr. Man sagt schon von jeher Semmelknödel. Ja, zu einem Knödel. Aber zu mehreren sagt man Semmelknödeln. Ja, und so wie tät man denn dann zu einem Dutzend Semmelknödel sagen? Auch Semmelknödel. Semmel ist die Einzahl, das musst du Ihnen merken, und Semmeln ist die Mehrzahl. Semmeln, ne? Das sind also mehrere Einzelnen zusammen. Die Semmelknödeln werden aus Semmeln gemacht. Also aus mehreren Semmeln. Du kannst nie aus einer Semmel Semmelknödeln machen. Na, warum nicht? Machen kann man's schon. Ja, machen schon, aber wenn du aus einer Semmel 10 Semmelknödeln machen tätst, dann würden die Semmelknödeln so klein wie Mottenkugeln werden. Dann würde das Wort Semmelknödeln schon stimmen. Weißt du, was aus einer Semmel sind, verstehst? Aber solange die Semmelknödeln aus mehreren Semmeln gemacht werden, sagt man unerbitterlich Semmelknödeln. Jetzt hast du es aber auch nicht richtig ausgesprochen. Jetzt hast du nämlich gerade gesagt, Semmelnknödeln. Ist recht, Semmelnknödeln. Nein. Richtig muss es eigentlich heißen, Semmelknödeln. Die Semmel muss man dabei betonen, weil doch die Knödel aus Semmel gemacht sind. Überhaupt das Wichtigste wäre eigentlich der Knödel. Jetzt komme ich erst drauf. Semmelknödeln müsste es ursprünglich heißen. Nein, das Wichtigste ist das N zwischen Semmel und Knödeln, also Semmelnknödeln. Ja, aber wie würdest denn du dann sagen, zum Beispiel bei den Kartoffelknödeln? Auch ein N inzwischen drin, also Kartoffelnknödeln heißt. Unglaublich ist das. Ja, und bei den Schinkenknödeln? Auch dasselbe, nur da ist Schinken. Ein N drin, da ist ein N drin. Schinkenknödeln, ne? Da gibt's immer bei alle Knödeln ist innen das N zwischendrin. Nein, ne? Ich kann da aber auch Knödeln ohne N sagen. Das gibt's nicht. Natürlich, die Leberknödel. Ja, stimmt. Lebernknödeln, das kann man nicht sagen. Thank you.
Thank you.
ausloden. A Quandl, a Lechgren, a Hut. Mein Aug dies ist sicher und Ziel dies war gut. Mein Stutze, das kracht heut und Echo erschallt. Ja, der glücklichste Mensch ist der Jäger im Wald. Ja, der glücklichste Mensch ist der Jäger im Wald. Z'nächst hab ich mir mal mit dem Gamsbock verstehen. Hab müssen über die Nacht in ein Heilschub verliehen. Ein grünen Hut auf und ein schön schneidiges Gamsbeutel drauf. Am liebsten ganz innerin mit einem Jäger hinauf. Am liebsten ganz innerin mit einem Jäger hinauf. Jetzt nehm ich mein Stutzei und geh da immer zu. Und Zinnerin schreit von Weitem, kümmer her, lieber Bub. Auf der wir uns grüßen und busseln einander. Ja, mein Herz, lieb's dir nein, heut schlaf mir beieinander. Ja, mein Herz, glaub's dir nein, heut schlaf mir beieinander. Der Dreiwinkelgesang im Heimatspiegel kurz vor 7:30. Es soll wieder Kontrollen geben an den Grenzen Bayerns zu Tschechien und Österreich wegen der verstärkt auftretenden Corona-Mutationen in den Nachbarländern. So viel ist schon mal klar, aber viele konkrete Fragen, die sind weiter offen. Und die Sorgen in den Grenzgebieten, die sind groß, Lorenz Storch berichtet. Luzi Leka ist Ärztin. Sie pendelt täglich aus Tschechien zur Arbeit in die Arbaland-Klinik nach Zwiesel. Ich mache mich schon sehr große Sorgen, ob man wirklich dann täglich fahren darf. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Das wäre eine Katastrophe, wenn wir da nicht kommen dürfen. Denn in ihrer Klinik kommt mindestens ein Viertel des ärztlichen Personals aus Böhmen, sagt sie. Ich glaube, wenn wir Pendler nicht mehr in die Arbeit dürfen, wird jetzt im Gesundheitssystem auf jeden Fall die Versorgung von unseren Patienten komplett zusammenbrechen. Und ich denke, das gilt nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch in allen anderen Berufsgruppen. Für die Krankenhäuser und Altenheime gibt es inzwischen Entwarnung. Auch aus einem sogenannten Mutationsgebiet, wie es Tschechien und Tirol jetzt sein werden, dürfen Beschäftigte aus Medizin und Pflege weiter einreisen, genauso Lkw-Fahrer. Aber für alle anderen Berufsgruppen unter den Grenzpendlern ist das vorerst unklar. Ob es weitere Ausnahmen geben soll, wird derzeit noch unter den Ministerien in Berlin beraten, heißt es. Bei den Industrie- und Handelskammern in Oberfranken, der Oberpfalz und Niederbayern stehen die Telefone nicht still. Die Regionen dies und jenseits der Grenze sind zusammengewachsen. Insgesamt 22.000 Tschechen arbeiten in Bayern und 9.600 Österreicher. Die Betriebe wissen noch nicht, ob ihre Mitarbeiter aus dem Nachbarland am Montag wiederkommen dürfen. So auch bei Lamilux, Hersteller von Hightech-Fenstersystemen in Rehau, Kreishof. 70 von 900 Beschäftigten sind tschechische Pendler. Die Firma hat zuletzt eigene Corona-Schnellteststationen aufgebaut, wo sie den tschechischen Teil der Belegschaft ohnehin täglich auf Corona testet. Wenn jetzt auch das nicht mehr reichen sollte, bliebe vielleicht nur noch die Kollegen und Kolleginnen gleich da zu behalten. Das wäre eine Möglichkeit, dass wir eben die Quarantäne hier verbringen. Wir würden uns auch um die Mitarbeiter hier kümmern, inklusive Verpflegung. Auch das haben wir heute schon abgestimmt. Und es ist natürlich für uns, für unsere Kollegen hier auch eine ganz besonders spannende Zeit, jetzt mal schnell nebenher am Wochenende zu organisieren. Aber natürlich kommt es längst nicht für alle in Frage, einfach mir nichts, dir nichts wochenlang von zu Hause wegzubleiben, betont die Präsidentin der tschechischen Pendlervereinigung, Susanne
Jana Wintrowa. Viele haben kleine Kinder zu Hause, viele kümmern sich um Tiere, viele haben alte Großeltern, die, glaube ich, werden kündigen. Also ich glaube, 50% wird drinnen bleiben, 50% wird kündigen. Die IHKs und Handwerkskammern haben gemeinsam einen Brandbrief an Ministerpräsident Söder geschrieben. Klar ist, ab Sonntag soll es wieder Grenzkontrollen geben an den Übergängen nach Tschechien und Tirol. Im Grenzort Kiefersfelden, Kreis Rosenheim zum Beispiel, kommt das gar nicht gut an. Wir sind eine Region und darum haben wir das nicht gewohnt, dass da bewaffnete Beamte an der Grenze stehen. Und so. Ja, das ist schon ein Problem für uns Kieferer. Wir spüren das schon, ja, dass die leider nicht mehr rüber können.
Und nun ein Geburtstagsgruß im Heimatspiegel und der geht nach Bad Griesbach zu Alfons Schimeinski. Zum 90. gratulieren Andreas mit Brigitte und Anna und sie haben auch ein Lieblingsstückel ausgesucht, nämlich die Horberg-Musi und Für'n Vordern. Viel Vergnügen! Thank you.
Das war die Bradelberg-Musik, gleich wird's 7:45. In den Hotels in den bayerischen Skigebieten, ja, da wäre genau jetzt in der Faschingswoche die absolute Hochsaison. Es sind ja oft familiengeführte Betriebe, die die bayerische Tourismuslandschaft und damit auch die Landeskultur durchaus prägen. Und ihnen jetzt halt gerade nichts anderes übrig bleibt, als sich irgendwie durch diese Situation zu hangeln und dabei trotzdem nicht den Mut zu verlieren. Ein Ortsbesuch in Bad Hindelang und in Bayerisch Eisenstein von Georg Bayerle. Wenigstens Zeit hätte er jetzt endlich mal, sagt Matthias Pfeiffer, Mitte 40, Inhaber des Waldhotels Seebachschleife bei Bayerisch Eisenstein am Arber. Aber ja, wir wollten mit Schneeschuhe wandern anfangen, weil der Schnee liegt ja genügend da im Wald. Und du kriegst in die örtlichen Geschäfte, hätte man bei ihm angerufen, du kriegst kein Paar Schneeschuhe. Selbst im Internet, wenn du das alles bestellst, kriegst du es Ende Februar oder im März irgendwann einmal. Es ist zugegebenermaßen die geringste Sorge für den Hotelier, der in dritter Generation das Haus mit Satteldach, Balkonen und Terrasse in dem kleinen Weiler am großen Regen bewirtschaftet. Ja, ganz schlecht. Es ist halt wahnsinnig schwierig zum Planen. Man weiß nicht, wann es weitergeht. Stammgäste rufen uns ständig an, wann es weitergeht, wie es weitergeht, ob es uns gut geht. Das ist das Schöne daran, dass sie uns unterstützen, kaufen Gutscheine für uns, die stehen in die Stadtlöcher alle endlich. Wir warten jeden Tag drauf. Auf über 5 Monate summiert sich die Hotelschließung inzwischen. Geholfen hat auch ein Ratschlag vom Opa. Ja, mein Opa hat mir immer einen einprägenden Spruch gesagt. Er hat gesagt, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Und das Beste, was er aber auch gesagt hat, in der schlechten Zeit musst du investieren. Dann geht es dir irgendwann ganz gut, wenn es wieder gut weitergeht. Mit einer Zimmerrenovierung hatte Matthias Pfeiffer schon vorher angefangen. Und es geht um Zusammenhalt, erklärt er. Es gibt Firmen, die sagen dann, okay, offene Rechnung, dann mal halbieren oder sagen wir, dann zahlst du es halt, wenn du das zahlen kannst. Also es gibt aber auch Firmen, die pochen da 100% drauf und das ist für mich ein wenig Unverständnis. Das sind aber auch dann die Firmen, die in Zukunft nicht mehr nehmen werden, weil jeder hat mit der Pandemie jetzt zum Kämpfen. Bei mir weiß man genauso, wenn man seine Rechnung jetzt gerade nicht zahlen kann, dann sagt man halt auch, okay, irgendwann kriegen wir es schon, also eine gute Partnerschaft. Still und unbeleuchtet steht auch das Hotel Prinz Luitpold Bad in Bad Hindelang im Allgäu da. Als einziges Wesen hütet eine junge Frau die Rezeption. Ich denke eher einsam, aber man freut sich umso mehr, wenn wieder jemand da ist. Ich bin Auszubildende beim Herrn Groß im Hotel Prinz Luitpold Bad. Armin Groß, den Hotelchef, drängt es, wie alle seine Kollegen, etwas von dem zu sagen, was ihn beschäftigt. Der Ausfall der Faschingsferien ist wieder so ein Tiefpunkt. Für die Kinder ist Homeschooling eine Wahnsinnsherausforderung, für die Lehrer auch und für die Eltern auch. Und denen dann zu sagen, naja, aber dafür habt ihr die Woche Faschingsferien nicht. Für die Hotels, um es Ihnen ehrlich zu sagen, ich habe im Oktober mit meiner Bank gesprochen, um Renovierungen zu machen. Und in meiner Budgetplanung stehen bis Mai Nuller drin. Das war keine Überraschung. Servus, das sind die Kinder, was machen die? Genau. Die gehen jetzt sporteln in unserer Werkstatt. Da habe ich ein paar Klettergriffe angebracht und da können sie die Wand hochklettern.
In der Tradition der Allgäuer Mecheler improvisiert man sich dann halt etwas. Der Hotelchef ist Mitte 40, das Haus befindet sich seit dem Urgroßvater in Familienbesitz. 1864 erbaut, 86 Zimmer. Ein Markenzeichen, das das Gastgewerbe in Bad Hindelang prägt. Armin Groß hat die Lage früh erkannt. Im November haben wir mit Mitarbeitern, die wollten, in Zimmern renoviert, entrümpelt und Teppiche rausgerissen, wo neue reinkamen. Und jetzt, da sieht man gerade das Installateurauto, wir machen eine neue Pelletsheizung rein. Weil also neben Corona ist ja doch die große Herausforderung der Klimawandel, der eigentlich eine größere Bedrohung darstellt letztlich. Und da ist es ganz gut, weil mit vollem Betrieb eine Heizung zu tauschen ist gar nicht so einfach. Ansonsten aber ist die Belegschaft bis auf zwei Hausmeister in Kurzarbeit. So wie beim Kollegen Matthias Pfeiffer im Bayerischen Wald. Wir haben ein gutes Team und die warten heute auch alle schon, dass es heute weitergeht irgendwann. Aber ich kann es immer nur vertrösten. Aber sie stehen da auch zu 100% zu uns, muss ich auch sagen, weil die haben schon viele Jahre bei uns beschäftigt. Und wenn es weitergeht, dann haben wir gesagt, dann hauen wir wieder voll drauf. Und wann geht's weiter? Das würden hier alle dringend gern wissen. Es ist bemerkenswert, wie die beiden Chefs alteingesessener Familienbetriebe ihren Mut hochhalten, anstatt zu klagen. Ich denke, dass, wenn es jetzt wieder das Reisen all losgeht, dass Deutschland, Bayern oder Niederbayern, sag ich mal, brutal gut angenommen wird. Das hat man jetzt in der Zwischenöffnungszeit auch schon gesehen. Es sind viele Gäste gekommen, die haben da noch nie gesehen, dass es einen Bayerischen Wald gibt. Die haben zwar mal gehört davon, waren aber noch nie da. Matthias Pfeiffer und Armin Groß setzen darauf, dass wie im letzten Sommer der Natururlaub in der Heimat noch einmal mehr gefragt sein wird. Und dass sie dann etwas von dem zurückbekommen, was sie jetzt verlieren. Thank you.
Das war der Heimatspiegel an einem Faschingssamstag, der ganz ohne Pappnase und Ringelhemd daherkommt. Machen Sie das Beste draus. Genießen Sie möglichst viel Krapfen, das macht gute Laune, und dann raus in die eisig schöne Winterlandschaft und die Kalorien wieder ein bisschen ablaufen. Das macht auch Spaß. Ein schönes Wochenende und viel Freude bei allem, was Sie vorhaben. Thank you.
Sie hören BR Heimat. Typisch Bayern. Acht Uhr, guten Morgen. Heute ist Samstag, der 13. Februar. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Florian Schwarz. Die Übersicht. Seehofer fordert von EU mehr Unterstützung. Ärztepräsident ist besorgt über Lage der Gesundheitsämter. Italien bekommt neue Regierung. Und das Wetter oft sonnig und sehr kalt. Berlin. Bundesinnenminister Seehofer hat Kritik der EU-Kommission an den geplanten Grenzkontrollen zurückgewiesen. Der Bild-Zeitung sagte er wörtlich, jetzt reicht's. Die EU-Kommission habe bei der Impfstoffbeschaffung in den vergangenen Monaten genug Fehler gemacht, so Seehofer. Statt Kritik fordert er Unterstützung. Ab morgen werden an den Grenzen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol Einreisende kontrolliert. In den benachbarten Gebieten werden besonders viele Corona-Neuinfektionen durch eine offenbar ansteckendere Mutation verursacht. Einreisen dürfen deswegen nur noch Deutsche oder Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltsrecht in Deutschland. Auch Saisonarbeitskräfte, Lkw-Fahrer oder Mitarbeiter des Gesundheitswesens dürfen noch einreisen. Die EU-Kommission hatte Seehofer dazu aufgefordert, auch für Pendler Sondergenehmigungen zuzulassen. Das wies Seehofer jedoch zurück. München. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, sieht das öffentliche Gesundheitssystem massiv unter Druck. Im BR-Interview sagte er wörtlich, es brennt. Über Jahrzehnte habe man die Gesundheitsämter klein gespart. Reinhardt möchte, dass sich das nun ändert. In seinen Augen sollten die Ämter eine entscheidende Rolle dabei spielen, Konzepte für besondere Einrichtungen zu entwickeln. So brauche es Ideen, wie man Schulen wieder öffnen und Pflegeeinrichtungen besser schützen kann. Außerdem befürchtet Reinhardt, dass die Corona-Pandemie psychische Probleme verursachen wird, die noch nicht absehbar seien. Dies soll nun eine Expertengruppe der Bundesärztekammer untersuchen. Sie beschäftigt sich mit allen gesundheitlichen Fragen rund um die Pandemie. Berlin. Studenten bekommen in der Corona-Krise weiter Unterstützung. Das Bundesbildungsministerium verlängert die sogenannte Überbrückungshilfe. Betroffene sollen auch im Sommersemester unterstützt werden. Vor allem wer akut Not leidet, soll eine Perspektive bekommen und sein Studium nicht aus finanziellen Gründen abbrechen müssen, heißt es aus Berlin. Die Überbrückungshilfe liegt zwischen 100 und 500 Euro pro Monat und muss nicht zurückgezahlt werden. Sie wird aber nur gewährt, wenn die finanzielle Notlage per Kontoauszug nachgewiesen werden kann. Rom. Der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, soll am Mittag als italienischer Ministerpräsident vereidigt werden. Der 73-Jährige folgt auf Giuseppe Conte, dessen Regierung zerbrochen war. Für Draghi ist es das erste politische Amt. Er plant ein Kabinett aus Politikern und Experten. Wirtschaftsminister und Finanzminister soll der bisherige Generaldirektor der italienischen Zentralbank Daniele Franco werden. Er wird unter anderem darüber entscheiden, wie die EU-Corona-Hilfe von über 200 Milliarden Euro verteilt wird. Italiens Wirtschaft leidet massiv unter der Corona-Krise. Berlin. Die Deutsche Bahn will sich digital breiter aufstellen. Wie Vorstandsmitglied Huber mitgeteilt hat, sollen Kunden ab Sommer auch Online-Erstattungen beantragen können, wenn Züge ausgefallen sind oder sich verspätet haben. Bisher müssen Reisende ein entsprechendes Formular entweder per Post an die Bahn schicken oder in einem DB-Reisezentrum abgeben. Geplant ist demnach auch ein kompletter Umbau des Vertriebssystems. Huber kündigte unter anderem Erleichterungen bei Übertragungen von Reservierungen an. Bei einem Zugwechsel soll das neue System den Fahrgast automatisch in den neuen Zug umreservieren. Die Info über den neuen Platz erhält der Reisende laut Huber auf seinem Handy. Zum Fußball. RB Leipzig hat zum Auftakt des 21. Spieltages den FC Augsburg besiegt. Die Sachsen gewannen mit 2:1 und Leipzig verkürzte damit den Tabellenrückstand auf den Spitzenreiter FC Bayern auf 4 Punkte. Und das Wetter in Bayern? Heute oft sonnig. Höchstwerte von -7 im Landkreis Hof bis -1 Grad im Landkreis Aschaffenburg und am Bodensee. Teilweise windig, in der Nacht Abkühlung auf -14 Grad. Doch morgen viel Sonne, am Montag und Dienstag mehr Wolken, gelegentlich Regen oder Schnee. Bei -3 bis +9 Grad, in der Nacht Tiefstwerte bis -13 Grad. Soweit die Nachrichten, 8:04 Uhr.
Der Blick auf die Straßen. A8 München Richtung Salzburg zwischen Holzkirchen und Irschenberg. Stau, und zwar 9 Kilometer wegen der Bergung eines Sattelschleppers. 2 Spuren sind gesperrt. A8 Salzburg Richtung München. Die Ausfahrt Übersee ist nach einem Unfall gesperrt. Und Service S-Bahn München. Die S1 Freising Flughafen fährt wegen einer Weichenstörung in Oberschleißheim zurzeit mit bis zu 40 Minuten Verspätung von und ab München Hauptbahnhof, dort auf Gleis 27 bis 36 und hält nicht an der Hackerbrücke. Soweit die Verkehrsübersicht. Gute Fahrt. BR Heimat, bayerisches Feuilleton. Heute gratuliert das bayerische Feuilleton einer faszinierenden Skandalnudel. Lola Montes, berühmt-berüchtigte Geliebte von König Ludwig I., blitzgescheite Hochstaplerin, Selfmade Woman. Ihren 200. Geburtstag, vermutlich am 17. Februar, hätte sie sicher ausschweifend gefeiert. Ich stürzte mich in das Leben und Treiben mit dem jugendlichen Übermute einer gefeierten Künstlerin, die nichts mehr hasste als die Langeweile und nichts mehr liebte als die Veränderung. Was für eine Frau. Was für eine Drama-Queen. Sie hatte diese offenbar phänomenale Bühnenausstrahlung. Auch wenn Leute sagen, ja, komisch, was sie da auf der Bühne gemacht hat. Aber ich halte sie wirklich für eine Performerin. Also sie war halt keine Spitzentänzerin, aber sie hat eine Ausstrahlung gehabt, die nicht nur die Männer fasziniert hat. Und sie hat das auch kultiviert. Was für eine attraktive und zugleich irritierende Person. Lolita, du hast in mir Liebesgefühle erweckt, wie ich sie nie in meinem Leben gespürt habe. Ich habe nie für eine andere getan, was ich für dich getan habe. Was für eine Abenteuerin. Anmaßend, mutig und stolz. Es gehört ja einiges an Selbstbewusstsein dazu, überhaupt so aufzutreten in einer Männerwelt, als Frau sich Rechte zu nehmen und so zu agieren, dass sie zu ihrem Erfolg kommt. Eine Einzelkämpferin. Verfemt, verjagt, verlassen. Und trotzdem nicht unterzukriegen. Sie ist ja 7 Jahre lang mit ihrem eigenen Stück in Amerika getourt und bis nach Australien. Sie war ja eigentlich eine richtige Jetsetterin, was heute ganz normal ist. Über London, Paris, dann eben durch die USA da bis nach Australien. Das waren ja damals mit der Kutsche oder mit Schiffen. Das war ja eine Tortur, so eine Reise. Und sie macht es einfach so. Das finde ich toll. Hochstaplerin, Mätresse, Broadway-Star. Die Pirouetten der Lola Montes. Eine Sendung von Justina Schreiber. Es geht überhaupt nicht darum, die Lola da in allen Dingen, die sie tut, irgendwie zu entschuldigen oder so, sondern einfach einen Blick drauf zu werfen, was die eigentlich für ein ungewöhnliches Leben gelebt hat. Also für die damalige Zeit von einer Weltläufigkeit, die ja kaum vorstellbar ist und womit sie natürlich auch alle Männer überflügelt hat. Auch diese großen Salonlöwen in Paris, die waren auch nicht zweimal in Indien vorher und die haben auch nicht in London gelebt und in irgendeiner indischen staubigen Garnison. Also was die für Erfahrungen einfach mitbrachte. Schon als sie nach München kam, ist es ja unglaublich. Und da war sie gerade mal 25. Als Lola Montes am 5. Oktober 1846 in München eintrifft, ahnt niemand, dass sie die stockkatholische Residenzstadt innerhalb von 500 Tagen komplett aufmischen wird. Der angeblich spanischen Tänzerin eilt zwar der Ruf einer Skandalnudel voraus. So soll sie in Berlin einen preußischen Gendarm mit der Reitgerte geschlagen haben. Aber davon geht ja die Welt nicht gleich unter. Lola Montes wusste eben, wie man Schlagzeilen macht, sagt die Historikerin Marita Kraus. Das ist natürlich auch schön, wenn die über dich berichten. Und das hat sie auch genossen. Und dann steht es halt in der Zeitung. Und dann hat sie da irgendwie auch ihren Nährwert draus gezogen. Hauptsache, Lola Montes blieb immer und überall Thema. In London, Berlin, Warschau, Paris, Bonn und Baden-Baden. Wohin es sie auch trieb oder verschlug, wenn ihr der Boden irgendwo zu heiß wurde. Von Ort zu Ort wuchs der zweifelhafte Ruhm dieser jungen Lebenskünstlerin, die vor allem jenseits der Bühne für Furore sorgte. Bei einigen Geschichten hat sie auch Varianten in die Welt gesetzt, auch dann an internationale Zeitschriften geschrieben.
Und zwar die eine eben auf Englisch, die andere auf Französisch. Sie konnte ja sehr gut Französisch, sie konnte ja Englisch als Muttersprache. Deutsch nie richtig gut, aber ein bisschen auch. Hauptsache, es kursierten Geschichten über die feurige Tänzerin. Ob es nun Fake News waren oder die Stories halbwegs stimmten. Dass sie einen preußischen Gendarm geschlagen hatte, stimmte vermutlich nicht. Noch weniger, nämlich gar nicht, stimmte die Angabe der in Irland gebürtigen Britin, dass sie aus Sevilla stammte. Aber dass sie einem Offizier, der ihr die Hand aufs Knie gelegt hatte, ein Champagnerglas an den Kopf warf, glaube ich ihr sofort. Also ihre Strategie war, sie kommt in einen Ort, dann lacht sie sich die Journalisten an, füttert die an mit schönen Geschichten, dann schreiben die, dann ist die Stimmung so, dass alle sagen, die muss man uns anschauen, diese Frau. Und dann gehen alle in ihre Veranstaltung. In München gibt es erst noch etwas hin und her, bis Lola Montes im Zwischenakt eines Schauspiels ihre sogenannten spanischen Tänze zeigen darf. Der Intendant des Königlichen Hoftheaters lehnt ihr Gastspiel zunächst ab. Ihm ist zu Ohren gekommen, dass sie in Warschau dem Publikum ihren Hintern gezeigt hätte. Außerdem reist die Dame ohne Pass. Doch siehe da, der König, also Ludwig I., ist bereit, die schöne Signora mit dem blumigen Namen zu empfangen. Wie nennt sie sich gleich nochmal? Maria de los Dolores Porris y Montes. Ah ja, der schwerhörige König nickt und schreibt später in sein Tagebuch: Lola machte Eindruck auf mich. Lola Montes hatte ihre blaublütige Zielperson vorher genau ausgekundschaftet, sagt der Kunsthistoriker Thomas Weidner vom Münchner Stadtmuseum. Sie fährt nicht zufällig nach Bayern. Sie wusste, da ist jemand, der hispanophil war, der für bestimmte Dinge empfänglich war. Sprich, für weibliche Reize. Und lässt es da mal auf den Versuch drauf ankommen. Es gab eine ganz gezielt von ihr arrangierte Audienz, wo sie einen Ohnmachtsanfall vorgetäuscht hat, wo sie die Brust entblößt habe oder was weiß ich. So genau weiß man es dann ja auch doch nicht. Aber es war schon ein sehr gezieltes Vorgehen. Eine Klatsch- und Tratsch-Variante lautete: Lola Montes habe sich mit einem Brieföffner das Mieder aufgeschlitzt, als der König fragte, ob ihr Busen echt sei. Wie auch immer. Der 60-jährige Monarch entflammt zu seiner eigenen Überraschung sofort. Ich kann mich mit einem Vesuv vergleichen, der für erloschen galt, bis er plötzlich ausbrach. Die Geschichte, wie sich Ludwig I. von einer Hochstaplerin um den Finger wickeln ließ und wegen ihr den Thron verlor, lernen die bayerischen Kinder mit dem Alphabet. Des Wittelsbachers spätes Liebesdrama zählt, je nach Perspektive, zu den Highlights oder Tiefpunkten der heimischen Historie. Lolita, so wünschte sie, dass ich sie nenne. Ich tue es. Lola Montes Debüt am Münchner Hoftheater stößt dann auf fast ungeteilten Beifall. Graziös verbeugt sich die Tänzerin vor der Königsloge. Ihre blauen Augen funkeln. Von nun an sitzt Ludwig täglich bei ihr im Hotel Bayerischer Hof bzw. Goldener Hirsch, wohin sie wegen der niedrigeren Kosten bald umzieht. Die romantische Seele in seiner Brust lebt auf. Mia mucha querida Lolita, du bist die Sonne meines Lebens. Nur wenige Dutzend Stelldicheins später verspricht er seiner Lolita ein standesgemäßes Palais. Der sonst so sparsame König bezahlt die Rechnungen für die luxuriöse Einrichtung des Hauses an der Barer Straße 7 aus einer Privatschatulle. Anstandslos. Obwohl die wirtschaftliche Lage des Landes nach einer Missernte ziemlich angespannt ist. Seine Untertanen zeigen sich weniger amüsiert. Die Münchner Bürgerinnen und Bürger waren ja gegen alles, sage ich mal, was von außerhalb der Stadt kam, zunächst eher zurückhaltend. Wir hatten ja einen anderen Ausländer an oberster Spitze bereits mit Rumford. Graf Rumford, mit bürgerlichem Namen Benjamin Thompson. Ein britischer Offizier und Erfinder war ein einflussreicher Mann, der am Hof des Kurfürsten Karl Theodor gegen Ende des 18. Jahrhunderts zahlreiche Reformen durchsetzte. Und? Der höchst unbeliebt war
Und das setzte sich bei Lola Montez fort, ging dann auch bis Richard Wagner, der ja den Spitznamen Lolus erhalten hatte. Also Lolus war nun für Ludwig II. Das, was Lola für Ludwig I. war. Es ist natürlich schwierig, weil gerade bei Lola Montez eigentlich jedem, bis auf die Ausnahme des Königs, klar war, dass sie überhaupt keine Spanierin ist. Wobei die Gerüchteküche auch in diesem Punkt für Verwirrung sorgte. Sondern eine aus Irland gebürtige Hochstaplerin, die es eigentlich hier auch nur darauf abgesehen hatte, den König für sich zu gewinnen. Ja, die Liebe macht Ludwig, so sieht er es, zu einem besseren Menschen. Oder verfügt Lola einfach über die besseren Argumente? Selten auf der Welt war wer so prekär gestellt. Sagen Sie, wie steh ich da erbärmlich? Ich kann wirklich nicht dafür, doch es ist so teuer hier. Und irgendwo, pardon, muss ich doch wohnen. Antonia Müncho spielt die falsche Spanierin in Georg Ringsgwandels Musical Lola M. am Münchner Residenztheater. Antonia Müncho, 173 Jahre nach Lola Montez geboren, ist in Berlin-Pankow aufgewachsen. Lola wer? War ihre erste Reaktion, als sie die Rolle bekam. Ich kannte Lola Montez nicht vorher. Ich habe noch nie was von der Frau gehört. Und als ich dann gehört habe, dass ich sie spielen soll, habe ich einfach mal gegoogelt, wer das war und was sie so gemacht hat. Und mehrere Menschen kamen auf mich zu und meinten, die ist total wichtig für Bayern. Auch ich habe Freunde in Bayern, die wohnen hier. Und die meinten so, wow, die Lola Montez, ja, die ist super. Ich war gleich so, oh Gott, die ist hier total groß, diese Frau. Und ich habe gehört oder gelesen, dass sie eigentlich eine frühzeitige Feministin war. Also sie war ihrer Zeit weit voraus. Sie hat geraucht mitten auf dem Platz in München. Das war einfach verboten damals. Und sie wollte aber dem Manne gleich sein und hat einfach gemacht, was sie wollte. Das fand ich total stark, weil so mutig muss man erstmal sein. Wer wagt, gewinnt. Mitte des 19. Jahrhunderts veränderten sich mit der industriellen Revolution die sozialen Strukturen. Das feudale System geriet ins Wanken. In dieser Zeit, auf den letzten Drücker gewissermaßen, den Status einer königlichen Mätresse zu erlangen, war sportlich. Muy querida Lolita, Seele meiner Seele, mein Leben. Du schreibst mir, dass du einen Tag und eine Nacht das Flanell angezogen hast. Ich gebe dir Küsse dafür. Aber ich will auch wissen, ob du es an den zwei Stellen getragen hast. Lola Montez, die eigentlich Eliza Gilbert hieß, sprach zeitlebens nie schlecht über ihren Louis, obwohl sie den König wahrlich nicht immer gut behandelte. Aber sie war schon übleren Typen begegnet. Zum Beispiel ihrem ersten Ehemann. Und das kam so. Am vermutlich 17. Februar 1821, im irischen Grange nahe Sligo geboren, zog Eliza im Alter von 2 Jahren mit ihren Eltern nach Indien. Als der Vater, ein Captain der englischen Armee, dort an Cholera starb, heiratete die Mutter einen schottischen Offizier, der dem Kind eine standesgemäße Erziehung ermöglichen wollte. Deshalb verschiffte man die Kleine wieder in die Heimat, wo sie nach mehreren Stationen ein Mädchenpensionat im englischen Bath besuchte. Von den ersten Tagen meiner Geburt an führte ich ein unstetes Leben. Voller Romane, Dramen und Wechselfälle. Die Vorsehung scheint in Wirklichkeit mich zu einem rastlosen Umherirren verdammt zu haben. Bis die weltläufige Britin zuletzt am Ende der Geschichte in den USA landen wird. Hier konnte Lola Montez ihre teils erfundene Autobiografie prima vermarkten. Von Natur zart und schwächlich ist dennoch die Veränderung mein Element. Und der Protest, muss man hinzufügen. Als nämlich die Mutter ihre bildschöne 16-jährige Tochter mit einem alten Witwer verkuppeln wollte, spielte Eliza nicht mehr mit. Sie ließ sich lieber von einem Bekannten entführen. Offizier Thomas James hatte versprochen, sie wie eine Tochter zu behandeln. Aber 30 Meilen hinter Bath war er schon nicht mehr mein Papa. Ein Skandal.
Um seine und ihre Ehre zu retten, mussten die beiden heiraten. Doch in Indien, wo auch Thomas James stationiert war, verschlechterte sich die Beziehung drastisch. Vermutlich vergewaltigte er sie öfters. Jedenfalls wollte Eliza zurück nach England. An Bord des Dampfers verliebte sie sich in einen Leutnant, mit dem sie sich in London öffentlich zeigte, womit ihre Untreue belegt war. 1842 wurde Mrs. Eliza James, geborene Gilbert, schuldig geschieden. Noch nicht einmal 22 Jahre alt stand sie jetzt da, ohne Familie, ohne Einkommen und mit ruiniertem Ruf. Sie hätte noch Dienstbote werden können oder in irgendeinem Geschäft bedienen können. Aber im viktorianischen England hätte sie in den Kreisen, aus denen sie kam, überhaupt keinen Fuß mehr fassen können, nicht mehr als Gesellschafterin. Während die Männer immer am längeren Hebel saßen. Marita Kraus hat 2020 ein Buch über das Leben der Lola Montes publiziert. Es trägt ein Zitat aus deren Mund als Titel. Ich habe dem starken Geschlecht überall den Fehdehandschuh hingeworfen. Olé! Und wow, sagt die Schauspielerin Antonia Münchow. Ich glaube jetzt nicht, dass Lola Montes damals gesagt hat, ich bin jetzt Feministin und ich gehe voran als Beispiel für die Frauen. Also ich weiß nicht, ob sie so doll an die anderen Frauen gedacht hat. Höchstwahrscheinlich eher mehr an sich. Aber sie war das. Sie war eine Vorreiterin. Sie musste nach vorne gehen und dann hat sie eben gesagt, in ihren Memoiren sagt sie, und dann entfasste ich den Beschluss, Künstlerin zu werden und wollte Schauspielerin werden. Dann war das mit ihrer Stimme nicht tragend genug für die Hallen der damaligen Zeit und dann eben die Idee der Tänzerin. Genauer, die Idee einer spanischen Tänzerin, der damaligen Spanienmode entsprechend und passend zu ihrem schwarzen Haar. Eliza James nahm in London bei einem spanischen Tanzmeister Unterricht und wohnte eine Weile vermutlich in Cádiz, um Sprache und Lebensart zu studieren. Bei ihrer Abreise verwandelte sie sich dann in Maria de los Dolores Porris y Montes, eine spanische Adlige aus Sevilla, die Witwe eines erschossenen Rebellen, die aus ihrer Heimat fliehen musste. So erklärte sich, warum die frisch gebackene Lola Montes ohne Pass im April 1843 in Southampton eintraf. Eine Lithografie zeigt sie mit schwarzem Spitzenschleier und einer Blume im Dekolleté. In den zarten Händen Taschentuch und Fächer. Ich habe dein Bild geküsst, du unvergleichliche Schönheit. Lolas Kunstfigur bediente Klischees, die Mitte des 19. Jahrhunderts für echt spanisch galten. Sie wirkte feurig und kaltblütig, lockend und abweisend, zart und stolz zugleich. Der Dauereinsatz von Reitgerte und Zigaretten tat ein Übriges. Fertig war die Spanierin. Olé! Und die Pistole nicht zu vergessen. Das hat sie natürlich auch gehabt, um sich zu beschützen. Aber das fanden alle ganz schrecklich, Pistolen. Frau. Also damit hat sie natürlich der Frauenrolle nicht entsprochen der damaligen Zeit. Heute, nach mehr als 200 Jahren Frauenbewegung, steht Lola Montes besser da denn je. Die Schauspielerin Antonia Münchow sieht in ihr eine überraschend geradlinige Person. Was die sich traute, obwohl sie, anders als damals die Schriftstellerin George Sand etwa, gar keine erklärte femme émancipée war. Auf der Straße geraucht, ihre Meinung gesagt, am Kopfende der Tafel zu sitzen, obwohl das damals dem Manne zugeschrieben war. Wow. Das war damals fortschrittlich. Das ist ja heute, jede zweite Frau raucht, gefühlt. Ich sitze öfter mal an Tischenden, weil ich das auch total cool finde und schön und mir nichts groß dabei denke. Was wäre denn heute revolutionär? Muss man sich auch fragen. Heute? In Zeiten von MeToo-Debatten und Gender-Diskursen? Die junge Darstellerin der Lola M. am Münchner Residenztheater überlegt, ob sie vielleicht mit einem ihrer Kostüme ein passendes Statement abgeben könnte. Könnten nicht auf einem Rock anstatt Glitzer Schleifen Glitzer Vulvas sein? Das wäre doch mal krass. So, jeder würde sagen, oh, hübscher Rock. Und wenn er genau hinguckt, oh, das sind ja Vulvas. Das wäre zum Beispiel für mich so eine kleine Revolution einer heutigen Lola Montes, die am Staatsschauspiel, am Residenztheater auf der Bühne steht. Mia muy querida Lolita, ich nehme wieder die Feder, um dir zu sagen, dass ich das Flanellstück erhalten habe.
Schon nach dem ersten Auftritt der Künstlerin in London am 3. Juni 1843 wurden Zweifel laut. Da nützte es nichts, dass Lola Montes sogar den effektvollen Tod der Tarantel performt hatte. Mit nach hinten geworfenem Kopf und ungestümem Fuß das Insekt zermalmend, wie die Morning Post lobte. In London lebende Spanier erklärten, die Frau sei weder Spanierin noch Tänzerin. Lola Montes reagierte auf ihre Weise. Sie dementierte, streute neue Geschichten und verließ die Stätte des Geschehens Richtung europäisches Festland. Nicht, dass die Frau mit der erfundenen Identität jemals eingeknickt wäre. Das ist eben das Problem bei Hochstaplern, die andere Identitäten annehmen. Und das ist ja nicht jetzt irgendwie Frau Ciccione, die sich Madonna nennt und ein Künstlerpseudonym annimmt, sondern die ganz bewusst oder mit irgendwelchen Mechanismen begründet eine neue Identität annimmt. Und ich glaube, ja, sie meinte ja selber, sie sei Lola Montes. Ob in Dresden, Berlin, Warschau, Paris, Bonn, Baden-Baden oder Bayern. Eliza Gilbert oder James war gestern. Lola Montes gehörte die Zukunft. Lolita sagte mir, sie hätte Gift für sich, wenn ich sie verließe. Frisch entflammt beauftragt Ludwig den Hofmaler Josef Stieler, Lola Montes für seine königliche Schönheitengalerie zu porträtieren. Doch die erste Version des Gemäldes gefällt ihm nicht. Man sagt, Stieler hätte eine freizügig dekoltierte Tänzerin dargestellt, die eine Maske in der Hand hält. Der König hat ein anderes Bild von Lola im Kopf, wie dann die zweite, 1847 vollendete Version veranschaulicht. Im hochgeschlossenen schwarzen Samtkleid sitzt die Geliebte sittsam auf dem Sofa, eine rote Blüte im Haar, den Blick abgewandt. Gar nicht so abwegig, sagt die Historikerin Marita Kraus, wenn man bedenkt, wie der Schriftsteller Eduard von Bülow Lola wahrnahm, als sie vor München und Warschau in Berlin gastierte. In seiner Novelle »Eine allerneueste Melusine« vermittelt er, wie anmutig die von Verehrern umzingelte Tänzerin gewirkt haben muss. Was das für eine besondere, exklusive Frau war, wie die auch die Leute immer herangelassen hat, aber dann auch sie gut zu verabschieden wusste, mit sehr viel Distanz, mit sehr viel Charme und vielsprachig, aber immer distanziert. Und das stimmt erstmal mit dem Bild, das wir von Lola haben, in München aufgrund der Schilderungen überhaupt nicht überein. Wobei auch von Bülow schon anmerkte, dass Lola Probleme mit ihrer Impulskontrolle hatte. Wenn nur die Hälfte der Geschichten wahr ist. Die Hiebe, die Lola Montes in München mit ihrer Reitgerte verteilt haben soll, gehen auf keine Kuhhaut. Vom Gastwirt bis zum Packknecht, vom Tierarzt bis zum Brunnenmeister. Wem sie nicht alles eine drüber zieht. Wer sich wehrt, bekommt es doppelt und dreifach zurück. Oder sie hetzt ihren Hund auf, den Boxermischling Turk. Antonia Münchow zeigt in der Inszenierung von Georg Ringsgwandl am Münchner Residenztheater eine vornehme, aber hochexplosive Dame. Ich sollte schon hochgeschlossen sein und adrett oder gewandt und höflich, taktvoll. Und dann in einem zum anderen Moment austicken und so richtig auf die Kacke hauen. Eine Lola Montes lässt sich eben von nichts und niemandem einschüchtern oder bremsen. Auch nicht von der Münchner Polizei, die an ihr mehrfach mit ihren Ermittlungen scheitert. Polizeidirektor Hans Pechmann, der hartnäckig nachbohrt, wird von Ludwig kurzerhand in die Provinz versetzt. Deshalb kursiert auf Münchens Straßen bald der Witz: Was ist der Unterschied zwischen Bayern und Preußen? In Preußen warf die Polizei Lola hinaus, in Bayern ist es umgekehrt. Die hat sich einfach überhaupt nicht um Obrigkeiten gekümmert. Das gehört ja mit zu ihr. Ich glaube, die hatte so viel Obrigkeit erfahren in ihrer Kindheit, Jugend und dann auch in ihrer Ehe, dass sie sich nie wieder von Männern rumschicken lassen wollte. Lola Montes dreht den Spieß um. Anders als im thüringischen Fürstentum Reuß-Ebersdorf oder in der preußischen Hauptstadt Berlin, wo sie angeblich hochkant hinausfliegt, kommt sie in Bayern mit dieser Strategie sehr weit. Sie schafft es hier ja letztlich bis zum Adelsdiplom. An seinem 61. Geburtstag, am 25. August 1847, wird ihr der König den Titel einer Gräfin Landsfeld verleihen.
Küsse auf deine Füße, Hände und den Mund. Dein treuer Luis. Jeden Samstag öffnet der Historienmaler Wilhelm von Kaulbach sein Atelier für die Münchner Bevölkerung. Der Andrang ist groß. Alle wollen das Gemälde sehen, dessen Annahme der König nach endlosen Korrekturen dann doch verweigert hat. Es heißt, es zeigte Lola ursprünglich nackt. Nur eine Schlange wand sich um ihren Leib. Und die Sitzungen erst. Türen knallten, Menschen schrien. Kaulbachs Neufundländer hätte Lolas Turk aber sowas von wie hinausgebissen. Also Chaos pur. Tatsächlich, sagt der Kunsthistoriker Thomas Weidner, hatte Ludwig bei Kaulbach 1847 ein Porträt seiner Lolita bestellt. Das Bild hängt heute im Münchner Stadtmuseum, im zentralen Saal der Dauerausstellung Typisch München. Es gab, glaube ich, zwei Ateliersitzungen, die relativ chaotisch verlaufen sind und wo eigentlich dann auch, glaube ich, gar nicht so viel passiert ist. Von ihm ist überliefert, dass ihn der Auftrag anekelt. Das ist wörtliches Zitat Kaulbach. Kaulbach war total empört. Der König wünschte das Bild seiner Geliebten als Stifterporträt neben dem eigenen in der neu errichteten Neuen Pinakothek zu präsentieren. Diese Ehre hätte seiner Frau, der Königin Therese, gebührt. Kaulbach drückte sein Missfallen aus, indem er Ludwigs Mätresse schließlich lebensgroß wie einen König im Krönungsornat malte, mit Waschschüssel und Krug im Boudoir, anstatt mit Krone und Zepter vor dem Thron. Eine hintersinnige Art der Majestätsbeleidigung. Das ist der eigentliche Affront dieses Gemäldes, die Herrschaftsdarstellung des ganz figurigen Königs im Ornat zusammen mit den Insignien auf jemanden übertragen zu haben, dem diese Ehre eigentlich gar nicht gebührt. Und das ist der Grund, weshalb das Gemälde auch von Ludwig nicht angenommen worden ist. Es hat vielleicht weniger mit so kleinen Details zu tun, über die ganz wirre Gerüchte kursierten und die man dann vielleicht auch retuschiert hat. Also anstelle des Zepters, so wie es bei den Königsbildern vorgesehen ist, sieht man hier in der linken der Lola Montes ein Tuch. Und da vermutet man auch mit Röntgenuntersuchungen, dass hier zunächst mal eine Reitgerte dargestellt gewesen sei. Das mag alles sein, das sind Details, aber ich denke, der eigentliche Affront ist das falsche Format, das dem Betrachter eigentlich nun suggeriert hat, dass hier eine Königin dargestellt ist. Und damit sind wir genau beim Punkt, die Anmaßung bzw. die Einmischung in Hochheitsbereiche, die einer Frau, noch dazu einer angeblich spanischen Frau, so nicht zugestanden worden ist. Meine Apanage reicht für keine Equipage. Soll ich denn am Ende noch zu Fuß gehen? Mein mickriges Allär zeig ich lieber gar nicht her. Keiner glaubt's und wenn, dann ist es peinlich. Porzellan aus Paris. Eine Kammer allein für das Silberbesteck. Eine vergoldete Zimmerdecke im Ankleideraum. Palisanderholzmöbel. Vorhänge aus Damast und Seide. Ein Brunnen plus Marmorgruppe für den Garten. Unterm Strich gibt Ludwig für Lolas Haus in der Barerstraße 7 mindestens 85.000 Gulden aus. Das sind grob umgerechnet 1 Million Euro. Du hast mich mit deinem Brief so glücklich gemacht, als du mir gesagt hast, dass ich von dir leidenschaftlich geliebt werde. Der König als Sklave seiner Lust. So sieht es die Bevölkerung. Die spanische Fliege muss nur mit den Fingern schnippen, schon greift der König ins Portemonnaie oder feuert sein ultrakatholisches Kabinett oder hebt das öffentliche Rauchverbot auf. Der Volksmund betet das Lola Montes Vaterunser. Lola Montes, leider Gottes die unsere, die du das Volk eine Kanaille nennst und die du selbst eine Kanaille bist, du Verpesterin der Ruhe und Ordnung, der Sitte und der Zucht, des Vertrauens und der Liebe. Es kursieren Pamphlete und Karikaturen, die den König und sein Tigerweib im besten Fall verulken.
Nachdem es verboten wird, die Namen der beiden im Mund zu führen, lästert man eben über den Herrn Meier und seine Peppi, die sich einen Geniestreich nach dem nächsten erlaubt. Am 1. März 1847 kocht der Volkszorn zum ersten Mal richtig hoch. Mehrere hundert Studenten und Bürger veranstalten ein Pfeifkonzert vor Lolas Haus. Sie aber prostet dem Mob vom Balkon mit Champagner zu. Die 26-jährige Ausländerin spielt mit dem Feuer, als hätte sie nichts zu verlieren. Hatte sie ja zunächst auch nicht, sagt die Historikerin Marita Kraus. In München hat sie sicherlich sich selbst als mächtige Frau erlebt, weil ihr auch der König zu Füßen lag, das ist die eine Sache, aber auch, weil sie politisch natürlich schon sehr einflussreich war. Das haben alle gehasst, aber es war natürlich so, weil die natürlich immer mit dem König auch im Gespräch war. Der König will mit ihr lieber über spanische Lyrik plaudern. Lola jedoch versucht, ihn gegen Österreich aufzuwiegeln. Und eine weitere katholische Studentenverbindung an der Münchner Universität geht ja wohl gar nicht. Sie spricht ihn auch auf die Getreideteuerung an, unter der die Bevölkerung leidet. Oder? Die Biertaxe, wenn die erhöht wird, dann bricht doch da eine Revolution aus. Da musst du doch schauen, dass die Biertaxe nicht erhöht wird. Und dann hat sie ihn schon wieder furchtbar genervt. Aber es wurde ihr auch alles zugetragen. Und das hat sie dann sich auf die Fahnen geschrieben und dem König gesagt. Also ich glaube, da hat sie sich auch als eine Person entdeckt, die agieren kann. Und das, glaube ich, hat ihr auch gut getan. Umso mehr fürchten die Hofschranzen, die Aderbeis und Günstlinge um ihre Pfründe, um ihren Einfluss und Status. Allen voran der Hofarchitekt Leo von Plenze, der den Blick in seine hasserfüllten Erinnerungen an die abgelebte Bordellhure wohlweislich erst Generationen nach seinem Tod erlaubt. Du Teufel ohne Hörner und Schweif, aber sonst mit allen Teufelskünsten und Attributen. Klar, Lola Montes klopft mit den Studenten, die bei ihr ein- und ausgehen. Allen voran Elias Peissner und Oskar von Musinan, nicht nur Karten. Auch der Artillerieleutnant Friedrich Nussbaumer kommt ihr näher, als Ludwig lieb sein kann. Sie war definitiv keine Heilige, sagt die Lola Montes-Biografin Marita Kraus. Aber eine Prostituierte, wie Klenze und andere behaupteten, war sie deshalb noch lange nicht. Das sind Geschichten, die sind in die Welt gesetzt worden, auch teilweise von männlichen Klatschbasen, in Männerrunden weitererzählt und dann irgendwo mal zu Papier gebracht worden, 50 Jahre nach Lolas Tod, irgendwie auch aus dritter Hand und so weiter. Oder eben in der Zeitung kolportiert. Also ich glaube viele Geschichten nicht und ich glaube, dass es mir dadurch gelingt, Lola sehr viel stärker als Person sichtbar zu machen und dass sie nicht mehr so verschwindet hinter diesem Geschwätz. Und mal abgesehen davon, dass der Weg auf die Bühne nun einmal leider oft über die Besetzungscouch führte und vielleicht immer noch führt, Lola Montes hatte bei ihren Männergeschichten wohl kaum nur den Rechenstift in der Hand, meint auch die junge Schauspielerin Antonia Münchow. Nee, die hatte schon viel Spaß. Und die hat sich auch ganz genau überlegt, mit wem sie was hatte. Zum Beispiel war sie, sagt man, 1844 in Dresden vielleicht mit Franz Liszt im Bett. Der langhaarige Klaviervirtuose war das europäische E-Musik-Idol der Zeit. Die Damen balgten sich um seine Zigarettenstummel. Oder in Paris, wo Lola Montes als geistreiche Salonspanierin in der Halbwelt der Kunst- und Modefurore machte. Da lebte sie durchaus länger mit einem Mann zusammen, den sie auch heiraten wollte. Der einflussreiche Kulturredakteur Alexandre-Henri Dujarrier kam dann allerdings leider bei einem Duell ums Leben. Sie hat sich genau die Männer ausgesucht und auch die Männer, die ihr gefielen. Weil sie hat auch teilweise Avancen abgelehnt, die mit viel Geld verbunden waren. Hat sie gesagt, nö, du gefällst mir nicht. Tschüss. Apropos Spaß. Der König hatte ihr auch eine fesche Entourage zugestanden. Das eigens für sie gegründete Corps Alemannia. Der Volksmund nannte die etwa 15 Mitglieder folgerichtig die Lollarden oder Lola-Mannen. Den Partys nachzuurteilen, die sie mit Lola in ihrem Palais feierten, kümmerten sich die Studenten nicht nur bierernst um ihren Schutz. Mit Verlaub. Wie geil war das denn? Feel the fire where she walks, Lola Montez so beautiful, shady in the temper damn, blinding your eyes with a spider. Aber zurück zu Ludwig.
der nach den Krawallen am 1. März 1847 einen hässlichen Hautausschlag im Gesicht bekommen hat. Er verlässt deshalb die Privatgemächer für eine Weile nicht mehr. Lola besucht den König trotz der Entstellung täglich, was er ihr hoch anrechnet. Sie drückte aus, ich wäre der einzige Mann, der ihr entspräche. Sie habe auf der Welt niemand als mich. Lola sagt, sie würde den König genauso pflegen, wenn er die Pest hätte. Sie näht ihm auch mal eine aufgeplatzte Ärmelnaht wieder zu oder singt zur Gitarre für ihn. Wie lieb ist sie? So steht es in Ludwigs Tagebüchern, die Marita Kraus für ihre Recherchen lesen durfte. Das Haus Wittelsbach gestattete ihr ausnahmsweise den Einblick. Die Historikerin zieht das Resümee, dass die Beziehung zwischen Lola und Ludwig zunächst sehr romantisch gewesen sein muss. Mi siempre querido, Louis. Der König hat bei ihr Antwort gefunden auf seine Art, eine idealisierte Liebe zu pflegen. Sie war ungemein empathisch ihm gegenüber, hat ihm sehr gut getan, das hat ihn sehr belebt, das war ihm sehr angenehm, dass er Stunden von seiner kostbaren Zeit bei ihr zugebracht hat, immer wieder, täglich, 3 Stunden, 4 Stunden, obwohl er so ein Arbeitstier war. Liebevoll wärmt er ihr die kalten Füße. Jedes Mal küsst er die Stelle, wo sie auf dem Sofa gesessen ist. Sie streicht ihm über das Haar und weckt ihn zärtlich, wenn er in ihren Armen ein Nickerchen gemacht hat. Versteht sich, wir beide angekleidet. Und sie reden miteinander, in mehr oder weniger holprigem Spanisch, über Gott und die Welt. Über die Werke Pedro Calderons und über diesen Superroman von Miguel de Cervantes, Don Quixote. Das ist eben deutlich mehr, als man denkt, wenn man sagt, ach, die haben die ganze Zeit im Bett verbracht. Das war eben nicht so. Das heißt, die haben offensichtlich in dieser Zeit intensiv miteinander gesprochen, miteinander Dinge ausgetauscht. War eine sehr innige Beziehung. Eine reine, keusche Liebe. Zumindest das erste Dreivierteljahr. Ludwig, der Typ mit der berühmten Schönheitengalerie, der in jüngeren Jahren, wie sagt man so schön, nichts anbrennen ließ, genoss jetzt die eher feinstoffliche Erotik. Dann aber kippte die Stimmung. Marita Kraus wagt die These, dass der Beischlaf, zu dem es zwischen dem König und der Königin seines Herzens im Juni 1847 kam, Lolas Verhalten veränderte. Ich weiß nicht, ob das jetzt so die tolle Liebesnacht war. Das würde ich jetzt erstmal behaupten, dass es das nicht war. Und das hat ihn einfach aus dieser Rolle rausgekickt. Vorher war Ludwig der Minnesänger, der sie anbetete. Der Musketier, der sie gegen den Rest der Welt verteidigte. Ein ritterlicher Held. Du weißt, dass die Welt mich nicht von dir trennen kann. Das hat ihrem Narzissmus auch unendlich geschmeichelt, dass ein König sie liebt und ein König ihr zu Füßen liegt und ihre Schuhbänder bindet. Aber im Bett war er jetzt verglichen mit... Nun ja, schwamm drüber. Lola verlor den Respekt. Sie zeigte schlechte Laune, suchte Streit, mischte sich ständig in Geschäftssachen ein, befahl dem König dieses und jenes und drohte mit Trennung, als er sich ihren Ton verbat. Zickenalarm. Sie greift dann in einer Weise ein und quält auch den Ludwig. Also da entziehe ich ihr wirklich auch meine Sympathie. Das finde ich, ist unerträglich, weil sie bringt ihn ja ständig in schreckliche Situationen, plaudert irgendwelche Geheimnisse aus, wird übergriffig auf die Politik. Sie kennt eigentlich keinen Bahnhof mehr. Sie kennt eigentlich nur noch ihre eigenen Wünsche, vielleicht die Einflüsterungen von Leuten, die was von ihr wollen. Also sie schlägt über alle Stränge hinweg und ist dabei wirklich ein Luder, ein Miststück. Ach ja, und außerdem braucht sie mehr Geld. Mein Kontostand ist kläglich, gibt's nicht mehr, ist das nicht möglich. Sei ein König, schick mir einen Scheck. Die Leute schüttelten den Kopf. Die Sache kam ihnen immer spanischer vor. Doch je mehr Gegenwind Ludwig verspürte, desto inniger hielt der katholische Monarch an seiner Lolita oder besser gesagt an seinem edlen Bild von ihr fest. Sein Hauptproblem war sein schlechtes Gewissen, sagt Marita Kraus. Er hat ihr deswegen keine Grenzen gesetzt. Erstmal das schlechte Gewissen, dass sie in München so schlecht behandelt wird. Dann das schlechte Gewissen, weil er mit ihr geschlafen hat. Dann das schlechte Gewissen überhaupt. Also das war eben eigentlich genau der falsche Ansatz bei dieser Frau. Und ich glaube, da, wo sie Grenzen gesetzt kriegte, da konnte sie sich zwar daran abarbeiten, aber das war dann deutlich besser, als wenn sie so eigentlich immer die Grenzen weiter verschoben hat. Und das hat sie ja wohl auch dann eben motiviert, sich völlig zu überschätzen. Wer war Lola Montes wirklich?
Die Frage dreht sich im Kreis, wie die Künstlerin selbst, wenn sie eine ihrer Pirouetten hinlegte. Etwa in ihrer nicht ganz wahrheitsgetreuen Autobiografie, die sie als Vortragsrednerin 1858 in Amerika unters Volk brachte. Also wenn ich Lola Montes wäre, würde ich zu zweifeln beginnen, ob ich jemals einen Vater hatte und ob ich überhaupt geboren wurde. Ausgenommen vielleicht auf die Art, in der Minerva dem Haupt Jupiters entsprungen sein soll. Eine Kopfgeburt also. Spielt Lola Montes hier etwa auf ihre frei erfundene Identität an? Nicht doch. Oder doch? Lola Montes kam und kommt sogar noch komplizierter auf die Welt, da sie wieder und wieder im Kopf jedes Menschen geboren werden muss, der den Versuch unternimmt, ihre Geschichte zu schreiben. Wobei dann wichtig wird, wer trägt welche Brille? Wenn Männer auf Lola Montes blicken, kommt immer the male gaze, der männliche Blick auf eine Frau, der natürlich mit vielem behaftet ist, mit Verlangen, ja, mit dem anderen Geschlecht, wovon die einfach keine Ahnung haben. Ne? Und ja, halt eine Einkategorisierung und ein Greifen wollen von einer Frau, die sich nicht greifen lässt. Die lebendige Kunstfigur beflügelt immer noch immens die Fantasie, wie eh und je. Es fühlte sich ja nicht nur der kunstsinnige bayerische König von ihr stimuliert. Endlich konnte er wieder dichten. Ich will vor deinem Blick bestehen, von keiner Untreue mir bewusst, will offen dir ins Auge sehen, du meines Lebens Licht und Lust. Zahlreiche, meist männliche Biografen, Künstler, Komponisten und Musiker griffen gern den Stoff auf, den sie anbot. Vom Dichter Frank Wedekind, der die fatale Kindfrau Lulu entwickelte, bis zum Filmregisseur Max Ophüls, der Lola 1955 als begabte Zirkusartistin darstellte. Von Prosper Mérimée, dem sie 1844 in Paris vermutlich als Vorbild für seine Novelle Carmen diente, bis hin zur dänischen Heavy-Metal-Band Volbeat. Feel the fire where she walks, Lola Montes so beautiful, shady in the temper dim, blinding your eyes with the spider bears. Lolas Wirkungsgeschichte ist im Grunde unüberschaubar. Die erfundene spanische Tänzerin gleicht einem Zerrspiegel. Alles kommt doppelt und dreifach verdreht zurück. So half sie 1848 als Brandbeschleunigerin der Revolution in Bayern auf die Sprünge. Es dauerte zwar eine ganze Weile, bis sich die Bürgerschaft dazu aufraffen konnte, dem König die Stirn zu bieten, aber dann war die Ansage klar. Jetzt muss endlich Schluss sein mit dem Lolismus, damit wieder Ruhe ist. Ja, sagt Thomas Weidner vom Münchner Stadtmuseum. Das sind neue Formen eines bürgerlichen Selbstbewusstseins. Und das geht in dieser Zeit los. Also auch dafür, könnte man sagen, war Lola Montes mit ein Katalysator. Am Morgen des 11. Februar 1848 versammelt sich erneut eine johlende Menge vor Lolas Palais in der Münchner Barerstraße 7. Steine fliegen. Doch Ludwigs Lolita will partout nicht abdanken. Gegen ihren Widerstand heben deshalb einige Herren Bayerns letzte Mätresse in eine Kutsche, die dann in rasender Fahrt hinaus Richtung Großhesselohe hetzt. Ein, zwei Offiziere reiten noch hinterher, um zu sehen, ob dieses Kapitel jetzt auch wirklich für immer Geschichte ist. Anruf bei Rippbrandt Graf von und zu Arco Zinneberg auf Schloss Moos in Niederbayern. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Graf. Von und zu Arco Zinneberg, das ist richtig so. Ganz genau. In Ihrem Besitz befindet sich eine Zigarettenkippe, die von der Lola Montes stammen soll? Das ist korrekt, ja. Wie kam die denn zu Ihnen? Also mein Ur-Urgroßvater Max Arco Zinneberg, der Sohn der Kurfürstin Marie Leopoldine, war beteiligt, die Lola Montes aus der Barerstraße, wo sie gewohnt hat, sozusagen nicht gewaltsam, aber zumindest mit Druck zum Aufbruch aufzufordern. Und aus Erinnerung hat er die letzte Zigarette, die er noch im Aschenbecher rauchen sah, mitgenommen. Und auf dem Schummel ließ er dann mit Tinte schreiben, spanische Zigarre von Lola Montes
aus ihrem Haus als Erinnerung mitgenommen. Das Letzte, was Lola Montes also damals in München im Mund hatte, war der Rest einer Papierfilterzigarette für Damen, die man auch spanische Zigarre nannte. Wie wird der denn aufbewahrt seit 1848? In einer wunderschönen Schildpattdose in einem Schränkchen, wo Preziosen aufbewahrt werden. Und ich würde sagen, die hat sich seit 1848 nicht verändert. Schaut ganz frisch aus. Das heißt, Sie nehmen sie manchmal raus aus der Dose? Ja, es geht ja auch manchmal zu Ausstellungen oder es wird den Kindern gezeigt oder es wird darüber geredet, über die Zeit. Natürlich auch 1848er Revolution und wie das gewesen sein muss, wie die da gesessen ist. Lassiv, die war ja arrogant und eingebildet, hat sich ja nie vorstellen können, dass sie rausgeschmissen wird oder sozusagen rausgebeten wird. Und dann passierte das eben alles. Also das ist einfach für Sie auch ziemlich sicher, dass das ein wirklich authentischer Gegenstand ist? Also ich würde sagen 99%. Und Sie meinen, die Zigarette hält sich dann auch noch für die kommenden Generationen auf die Weise? Ich bin sicher, ich bin davon überzeugt. Lola Montes wirkt unverwüstlich, obwohl ihr eine Malariaerkrankung immer wieder zu schaffen macht. Auch das Münchner Desaster will verdaut sein. Doch the show must go on. Ob in Paris, Bordeaux, Antwerpen oder Aachen, viele Menschen wollen jetzt, sofern es die Behörden erlauben, die skandalumwitterte spanische Tänzerin sehen, die diesem alten König das Herz gebrochen hat. Gesagt, getan. Sie fügt ihrem Programm einen bayerischen und einen Tiroler Tanz hinzu und schafft es doch glatt, einen Vertrag für eine Welttournee fix zu machen. Ende November 1851 dampft die 30-jährige Lola dann tatsächlich ab ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Self-made woman mäßig. Vergessen die hässlichen Szenen mit Ludwig, endlich abgehakt die elenden Bettelbriefe an ihn. Gut so, sagt Marita Kraus. Meine Sympathie kriegt die Lola dann wieder, als in den USA sich dieser ganzen Art des Männerausbeutens und umgekehrt sie Versklavens und dann wieder abhängig seins einfach sich davon verabschiedet und sagt, so jetzt gehe ich meine eigenen Wege und da brauche ich jetzt niemanden dazu. Denn sie kriegt die Kurve zum Broadway-Star. Jetzt braucht sie keine Männer mehr, die eine Lola Montes im doppelten Sinne aushalten können. Und wie großartig sie das immer wieder schafft, auch ihre Agenten rauszuschmeißen. Es war zwar nicht so, dass ihr die prüden Amerikaner überall den roten Teppich ausrollten, aber Lola Montes erfand schnell einen neuen Dreh. Ghostwriter schrieben ihr Stück auf den Leib. Und die spanische Tänzerin betrat nun als Hauptdarstellerin ihres eigenen bunten Lebens die Bühne, stieg also ein Meter ebenen Treppchen höher. Lola Montes in Bavaria hieß der fünfaktige Knüller, der im New Yorker Broadway-Theater Premiere hatte. Das Drama mit 34 meist adligen Figuren und mindestens ebenso vielen Verwicklungen rund um die Gräfin Landsfeld kam gut an. Lola, die routinierte Rampenfrau, tourte auch mit anderen Stücken oder Solo-Darbietungen durch die USA. Die Kassen klingelten. Vor allem ihr oft verulgter Spider-Dance brannte sich in das kulturelle Gedächtnis der neuen Welt ein. Es soll sich um einen zwischen Tarantella und Cancan oszillierenden Tanz gehandelt haben, der ihr Anlass bot, viel Bein zu zeigen, zum Ergötzen lüsterner Lebemänner, wie in Philadelphia eine Zeitung mäkelte. Falls jemand fragt, ob Lola Montes als gefeierter Broadway-Star ihre Aggressionen endlich in den Griff bekam, lautet die Antwort nein. Prügeleien, zertrümmerte Hotelzimmer, Geschrei, die Reitgerte, das ganze Programm. Aber sie hatte sich auch ihre andere, charmant frische, kommunikative Seite bewahrt. Wo immer die Lola in ihrem Leben Station macht, hält sie Salons. Selbst in Grass Valley, im hintersten Wilden Westen, wird überliefert, auch von dem späteren Senator von Kalifornien, dass er sich immer wahnsinnig auf den Mittwoch gefreut hat, wo es Lola eingeladen hat, weil dort immer interessante Leute waren und so weiter. Es gab Brandy, gutes Essen, Zigarren und Lola sang spanische Lieder. Schön war es im Wilden Westen. Dort, wo die Goldsucher im Dreck wühlten, hatten die Fans schon vor ihrer Ankunft einen Berg Mount Lola Montes benannt. Es ist der höchste Berg der Gegend, versteht sich.
Hier schien sich die Tänzerin, die nun statt des Boxers Turk einen Pudel namens Flora mit sich führte, endlich einmal zu Hause gefühlt zu haben. Ihr rastloses Herz trieb sie trotzdem weiter, im Sommer 1855, ihr Glück auch in Australien zu versuchen. Sie fuhr dort mit ihrem eigenen Theaterunternehmen über $23.000 Gewinn ein. Zurück in den USA schlüpfte sie in ihre nächste Rolle. Anstatt weiter auf der Bühne herumzuspringen, trat die 37-jährige Lebenskünstlerin nun wohlweislich mit selbstverfassten Lectures auf, mit Vorträgen, die sie auch publizierte. In überfüllten Hallen sprach Lola Montes, übrigens ohne spanischen Akzent, zum Beispiel über schöne Frauen. Schönheit hat ein Verfallsdatum. Und es ist eine Strafe der Natur, dass Mädchen dahinwelken und verhutzelt werden, wie ihre Großmütter vor ihnen. Oder über Galanterie, die komischen Aspekte der Liebe und Heldinnen der Geschichte. Lola Montes vermarktete die Spezialgebiete der Lola Montes perfekt. New Yorker Zeitungen ernannten sie zur besten Vortragskünstlerin ihrer Zeit. Die spanische Tänzerin war wie ein Schmetterling, der immer neue Verpuppungsstadien durchlief. Was für eine Lauf- oder besser gesagt Flugbahn. Doch Vorsicht, sagt Thomas Weidner vom Münchner Stadtmuseum. Es gibt keinen Grund, Lola Montes zu idealisieren. Gut, dass sie gewusst hat, wie man eine Karriere macht und wie man an die Öffentlichkeit kommt, das ist wohl wahr. Und das ist außergewöhnlich. Aber zu welchem Preis? Also sie ist sehr früh gestorben und ich bin mir nicht so sicher, ob sie selber immer genau wusste, was sie will. Hauptsache, es kam keine Langeweile auf. Lola Montes erschuf sich selbst als eine Frau, die das Leben in seiner Fülle auskosten konnte. Erfolg, Liebe, Spaß, Konsum, Rausch, Nähe, Freiheit, Wut und Lust, ja, weibliche Lust, auch an der Macht. Deshalb war es wohl auch ziemlich stressig, auf diese Art sie selbst zu sein. Lola Montes starb am 17. Januar 1861 mit knapp 40 Jahren in New York nach einem Schlaganfall und einer Lungenentzündung. König Ludwig von Bayern kommentierte das Ende seiner irritierend großen Liebe. Ich sagte ihr immer, es ist ein Engel und ein Teufel in ihr. Und zum Glück hat der Engel am Schluss gesiegt. Das sind die letzten Worte, die Ludwig in sein Tagebuch geschrieben hat nach ihrem Tod. Der bayerische König hatte erfahren, dass sie letztlich zum christlichen Glauben fand. Ob sich die Illusionskünstlerin tatsächlich in die große Büßerin verwandelte, wie eine evangelikale Publikation behauptete, steht allerdings in den Sternen. Auf ihrem Grabstein ist jedenfalls ihr richtiger Name zu lesen. Mrs. Eliza Gilbert. Als wollte Lola Montes vor dem jüngsten Gericht doch noch reinen Tisch machen. Das Tolle an Lola Montes ist, dass sie eine große, geheimnisvolle Persönlichkeit ist und dass jede Frau von uns dort Sachen reinprojizieren kann oder auch für sich nutzen kann und sagen kann, ich mache jetzt meine eigene kleine Revolte in meinem eigenen kleinen Leben und ich haue jetzt da mal auf den Putz. Das finde ich toll. Hochstaplerin, Mätresse, Broadway-Star. Die Pirouetten der Lola Montes. Sie hörten ein Feature von Justina Schreiber. Es sprachen Katja Bürkle, Antonia Münchow, Burkhard Dabinus und Thomas Koppelt. Ton und Technik Susanne Herzig. Regie und Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021. Thank you.
Sie hören BR Heimat. Typisch Bayern.